Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fulky Plays. Heute gibt es mal wieder ein Tutorial und zwar für die Defensive. Ich werde euch zeigen, wie ihr es schaffen könnt, ganz einfach besser in der Abwehr zu werden, indem ihr überwiegend die CPU, also das Spiel selber, einfach verteidigen lasst. Ihr werdet euch jetzt natürlich fragen, hey, wie die CPU verteidigen lassen. Das wird euch jetzt im Laufe des Videos klarer werden. Ich sage immer, in der Abwehr dieses Jahr ist es so, lieber macht man weniger als zu viel, denn das Spiel übernimmt meistens schon viele Sachen, wodurch ihr dann easy weniger Tore kassieren werdet. Wie immer gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Wir werden uns jetzt natürlich wieder Clips anschauen. Ich werde euch anhand von den Clips zeigen, wie ihr im Bestfall verteidigt. Ich habe jetzt nicht eine Struktur von 1 nach 10, sondern ihr könnt gerne, wenn ihr selber mitschreiben wollt, gerne mitschreiben. Ansonsten denke ich auch, dass das reine Zugucken und das reine Verstehen euch eigentlich auch schon weiterhelfen sollte. So, wir fangen hier mit dem ersten Clip mal an. Das ist jetzt ein Clip, wo wirklich alles perfekt gelaufen ist. Ganz wichtig, Leute, weil Wiesbaden gegen Wiesbaden spielt. Ich bin die weiße Mannschaft. Auf die werden wir uns natürlich auch fokussieren. Ihr seht auch meinen Controller. Diesmal eingeblendet war auch ein Wunsch von euch, was ich drücke. Ganz wichtig, Freunde, das Einzige, was ihr beachten solltet, ist, bei mir, ich sprinte mit R1. Das ist einfach eine Änderung, die ich seit, es ist einfach eine Gewohnheit, die ich schon sehr, sehr lange habe. Dadurch ist R1 und R2 immer getauscht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel R1-Pressing sage, werdet ihr wahrscheinlich dort ein R2 gedrückt sehen. Aber davon bitte nicht verunsichern lassen. So, wir werden jetzt hier einen Clip sehen. Ich bin relativ tief schon in meiner eigenen Hälfte. Ich laufe jetzt hier mit Matthäus an, mache ein bisschen Druck, mache direkt weiter Druck mit Fernandes. Der Gegenspieler bleibt aber am Ball, kommt hier in den Zweikampf mit meinem Van Dijk und ich erobere trotzdem dann am Ende mit Matthäus den Ball. Hier gibt es jetzt einige Regeln, auf die ihr achten solltet. Erstmal ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass eure Ordnung immer steht. Das heißt, je nachdem, was für eine Formation ihr spielt, diese Formation sollte von den Positionen her auch wirklich immer gefüllt sein. Das heißt, wenn ihr 5-4-1 spielt, sollte das 5-4-1 auch wirklich bemerkbar dort stehen. Ihr seht bei mir, ich spiele immer ein 4-4-1-1 und in dem Fall ist es bei mir in der Abwehr meistens ein 4-4-1-1, ein 4-4-2 so in dem Sinne und wichtig ist, dass diese zwei Viererketten vor allem gut stehen. In dem Falle ist das Ganze jetzt auch so. Gegner De Bruyne hat jetzt den Ball. Ganz wichtig, viele bringen euch immer so bei, ja, mit den ZMs irgendwie nach hinten laufen oder alles mögliche. Wichtig, Freunde, ist immer, immer Druck auf den Ball für den Spieler ausüben. Den Gegner nicht einfach in Ruhe und in Frieden lassen im Mittelfeld. Vor allem, wenn er keine klare Anspielstation hat. Ihr seht es jetzt hier, er hat keine klare Anspielstation. Das bedeutet für mich direkt mit Matthäus, ich renne raus mit ganz normal mit Sprint und versuche ihn hier schön unter Druck zu setzen. Ich schaffe es jetzt nicht, erober nicht den Ball, aber dadurch, dass ich ihn unter Druck gesetzt habe, spielt er einen hektischen Pass. Und es geht jetzt hier direkt weiter, ne? Ich wechsle hier jetzt zum Beispiel mit L1 den Spieler, nicht mit dem rechten Stick, ne? Das machen wir Pros auch ab und zu, ne? Wir wechseln nicht immer mit dem rechten Stick. In dem Falle ganz schnell mit L1 gewechselt. Ich bin wieder im Zweikampf drinne. So, jetzt im Zweikampf versuche ich wieder mit Kreis den Ball zu erobern. Schaffe es nicht. Alles gut, ist kein Problem. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Jetzt habe ich einen Anwählfehler. Ne, ich will natürlich Van Dijk anwählen, wähle aber Simakan an. Was mache ich ganz schnell? Ich löse das Ganze, indem ich einmal L1 drücke. Also vermehrt solltet ihr wirklich überwiegend immer mit dem rechten Stick wechseln. Macht ihr aber einen Anwählfehler, dann könnt ihr gerne mit L1 korrigieren, weil dann nochmal mit rechter Stick, wird euch noch zu viel Zeit kosten und wird euch auch Kopfschmerzen bereiten. Deswegen versucht es mit dem rechten Stick zu lernen. Falls ihr dann aber mal einen falschen Wechsel macht, könnt ihr schnell mit L1 korrigieren. Vor allem, wenn euer Gegenspieler komplett nah am Ballführenden steht, weil dann ist es meistens so, wenn der nicht angewählt ist und ihr drückt L1, wird der meistens angewählt. So, jetzt haben wir in der Situation Van Dijk und ihr seht, ich drücke L2, rücke zum Gegenspieler auf. Und das ist jetzt ganz wichtig, Freunde. Generell immer, wenn ihr verteidigt, vor allem mit euren Innenverteidigern, L2 gedrückt halten. Sprinten würde ich euch grundsätzlich nur dann empfehlen, wenn ihr rennen müsst, wenn der Gegner auch rennt. Ne? Eigentlich nur auch, wenn der Gegner rennt. Ihr seht, da gibt es gerade keine Situation für mich zum Sprinten. Ich drücke L2 und jetzt ganz wichtig, Freunde, einfach nur an ihn ranrücken und dann, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr könnt jetzt Kreis drücken, drückt Kreis, aber ihr müsst nicht zwangsläufig immer Kreis drücken. Wichtig ist erstmal, dass ihr mit L2 nah genug an dem ballführenden Spieler dran steht. So, jetzt sehen wir hier, die Situation hat sich jetzt erstmal beruhigt, weil der Gegner steht mit Rücken zum Tor. Ich wähle also den Spieler weg. Ich wähle nicht mehr den IV an und renne mit dem 5 Minuten mit, sondern ich wähle jetzt meinen Sechser, weil mein Sechser, wie ihr seht, der hat da gerade keine Aufgabe und wenn ich ihn nicht anwähle, dann läuft er nicht, dann verteidigt er nicht mit und wir wollen natürlich so viele Spieler wie möglich in der Abwehr haben. Deswegen wähle ich jetzt den ZM an, wie ihr seht, und mache diesen Passweg ganz schnell zu. Ne, diesen gefährlichen Weg in die Mitte, zack,
wir erobern den Ball. Was heißt das für uns? Versucht wirklich so viel wie möglich mit euren Spielern vor der Viererkette zu verteidigen und so wenig wie möglich eure Viererkette anzuwählen. Wenn ihr sie anwählt, wir werden gleich noch Beispiele dazu haben, mit L2 drauf gehen, aber nicht irgendwie nach rechts, nach links irgendwo hinlaufen, sondern die Distanz zum Spieler verkürzen. Nächster Clip, was sehr, sehr oft passiert, was ich bei euch allen sehe, es kommt ein Ball über außen oder ein Spieler läuft über außen durch oder sonst was und ihr wählt den Außenverteidiger an und lauft mit. Ich kann das verstehen, macht Sinn. Was ihr wissen solltet ist, auch wenn ihr ihn nicht anwählt, läuft der Außenverteidiger mit. Das heißt, es macht dann Sinn, den Außenverteidiger gar nicht anzuwählen, stattdessen dann euren ZM und dafür braucht ihr dann halt eben den rechten Stick, weil mit L1 werdet ihr euren ZM in so Situationen nicht bekommen. Stattdessen wählt ihr euren ZM an und lauft mit dem nach hinten, wie es jetzt in der Situation ist. Ich kann jetzt natürlich Davis anwählen und Druck auf den Ballfinde machen, aber brauche ich doch gar nicht. Die CPU, und darum geht es in diesem Video, die CPU macht das ja sowieso. Was die CPU nicht macht, ist, dass Matthäus hinterherläuft. Der, wenn ich ihn nicht anwähle, wird euch nicht mehr helfen, euer ZM, wenn der überspielt ist. Das heißt, wir lassen den Außenverteidiger von der CPU, ich mache jetzt sogar R1-Pressing, lasse den so ein bisschen rausrücken, müsste man in der Situation gar nicht machen, aber habe den Spieler, den ZM angewählt und bin schon hier. Guck mal, wo ich schon mit Matthäus stehe. So, wenn der jetzt da gar nicht erst stehen würde, dann ist es für den Gegner einfach. Dann kann er einfach da jetzt lang in den Strafraum passen, aufdrehen, schießen. Geht jetzt aber nicht so einfach, weil mein Matthäus steht da. Und ihr seht, ich drücke auch kein R1-Pressing mehr mit Davis. Der soll erstmal schön chillen, kein Stress. So, und jetzt bin ich hier direkt im Zweikampf. Er hat direkt Stress. Er muss direkt weiterspielen. Ich wähle sofort weiter auf Bruno. So, und dann, ganz wichtig, Freunde, in so Situation müsst ihr natürlich euren Innenverteidiger dann anwählen. Ihr seht oben, was ich gedrückt habe. L2 ist gedrückt. Ich drücke jetzt auch noch R1, damit vielleicht irgendwie der Second Man Pressure hilft. Ich glaube, ich lasse es aber auch wahrscheinlich gleich los. In dieser Situation jetzt mit Van Dijk quasi ein, zwei Schritte Richtung Smith, ne, in dem Falle, also nach unten mit L2. Und dann einfach im richtigen Moment, wenn ihr nah genug dran, aber wirklich erst, wenn ihr nah genug dran seid, Kreis drücken und ihr habt immer den Ball. Und ihr werdet gleich auch wieder einen Clip sehen. Ihr müsst nicht unbedingt Kreis drücken, aber wenn ihr unsicher seid, dann lieber nicht drücken, weil meistens, wenn ihr schon gut steht, wenn ihr eine gute Distanz zum Gegner habt, blockt er den Schuss sowieso. Das heißt, im Strafraum lasst euch nicht stressen, wählt euren IV an, L2 gedrückt halten und nah an den Gegner ranrücken. Vor allem geil ist es immer, wenn ihr es direkt zur Ballannahme des Gegners schon schafft. Ne? Also Ball kommt in den Strafraum, Gegner nimmt den Ball an und in dem Moment rückt ihr schon ran. Aber auch das Thema Gegner stressen, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Also nicht erst da ganz hinten anfangen zu verteidigen, sondern in diesen Gebieten hier mit euren Spielern, jetzt in dem Falle mein Cancelo ist rechtes Mittelfeld. Ihr seht, ich chille nicht mit Cancelo, weil ich habe mit Cancelo eh keine Aufgabe. Ich habe da sowieso niemanden zuzustellen. Der hat eh keinen Gegenspieler. Das heißt, ich gehe auf den Ball führen und stresse. Ich bin am Stressen, wie ihr seht. Ne? Schön rangehen da. Ihr seht, was ich drücke. Sprint. Ich lasse aber, wenn ich an den Gegner rankomme, Sprint-Taste lasse ich los. Drücke nur noch L2 und drücke Kreis, wenn ich nah genug dran bin. Zack. Habe ich den Ball. Dann kommen wir jetzt hier zu einem Clip, wo wir dann auf den 16er quasi gucken. Wir sehen hier wieder schön mit den 6ern. Ihr seht, ich wähle wieder die Abwehr nicht an. Ich habe Bruno angewählt und laufe mit Bruno. Laufe und laufe und laufe. Warum? Van Dijk lässt sich eh nicht ausspielen. Van Dijk wird sowieso da stehen. Wenn ich jetzt Van Dijk anwähle, dann kann ich Bruno gar nicht mehr zur Unterstützung holen. Ne? Weil er kommt nicht von alleine. Ihr seht jetzt gerade, was mein anderer ZM Matthäus macht. Der ist nicht angewählt. Der ist nicht präsent. Der wird mir nicht helfen. Deswegen, ich nehme Bruno, versuche den mit nach hinten zu ziehen. Und mit den Verteidigern, sowohl den Außen- als auch den Innenverteidiger, versuche ich so lange wie möglich in Frieden zu lassen. Aber wenn der im Strafraum ist, dann solltet ihr zumindest R1 drücken. Ne? Also das R1-Pressing, das zumindest, wie ihr es jetzt gerade seht, Van Dijk ein bisschen hinrückt. Was da meistens passiert ist, wenn es im Strafraum ist, die schießen, bam, schießt ihr euch ab, fertig. Und das ist ganz einfach, Leute, ihr lasst einfach die CPU verteidigen. Unterstützung wird hier mit Bruno geholt, ihr seht, der ist dann auch am Ende der entscheidende Mann, der den Block bekommt, weil sonst wäre wahrscheinlich der Rebound bei Eusebio gelandet und ich hätte trotzdem Tor kassiert. Aber wir holen schön das Mittelfeld zur Unterstützung ran. Das ist das, was ich meine mit weniger ist mehr. Anstatt zu viel Spieler zu wechseln, anstatt zu viel zu versuchen, immer wieder mit Tacklings, macht lieber weniger, aber haltet euch an diese Regeln in diesem Video. Das wird euch sehr helfen. Jetzt gibt es mal ein aktives Tackling in der Innenverteidigung. Das liegt daran, ich habe jetzt mit den ZMs versagt. Ihr seht, Bruno wird jetzt ausgespielt automatisch. Ich habe, glaube ich, nicht mal was gedrückt, aber der macht dann so einen Ausfallschritt. Und in dem Moment weiß ich, oh, okay, ich werde mit meinen beiden ZMs jetzt nicht mehr hinterherkommen. Ne? Vor allem, er setzt einen Übersteiger an. Das heißt, ich wähle meinen Innenverteidiger jetzt in der Situation an. L2 gedrückt halten, ranrücken. Und dann, wenn der Ball von seinem Fuß weg ist, meistens nach Übersteigern, die machen immer irgendwas. Ne? Entweder gehen die in den Sprint oder in den Übersteiger. Irgendwas machen sie immer. Und genau, wenn dann der Ball vom Fuß weg ist,
sind wir da, drücken Kreis und erobern den Ball. Wie ihr es hier seht, Ball ist weg vom Fuß, zack, Kreis und Ball gewinnen. So, nächste Situation wieder im Strafraum und das ist Thema nicht hektisch werden, ne? Ihr seht jetzt hier auch wieder, ich wähle nicht Davis an. Ich bleibe einfach mit dem ZM, was wahrscheinlich oft passiert ist in so Situationen. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich direkt den Außenverteidiger anwählen, draufgehen. Dann macht der Gegner irgendwie einen Pass in die Mitte, weil dann Matthäus da eben auch nicht steht. Ne? Dadurch, dass ich ihn angewählt habe, steht er jetzt in einer guten Position. Und ich kann sowohl Passwege zustellen, als auch den Gegner im 1 gegen 1 stören. Und zack, läuft der Gegner in mich rein. Und meistens ist das eben so. Wichtig ist, Freunde, dass ihr die Ordnung haltet und eure Spieler auf ihren Positionen stehen. Den Rest machen meistens die Gegner schon von alleine. Die schenken euch wirklich so oft schon von alleine den Ball. Und deswegen sieht das bei mir in der Weekend League auch so einfach aus. Sagen ja immer wieder Leute in den Kommentaren oder auch im Stream-Chat, dass liegt einfach daran, der Gegner muss euch ausspielen. Ihr dürft euch nicht selber ausspielen lassen. Thema Ordnung, wir sehen jetzt hier, die Ordnung ist gegeben und das ist das, was ich meine. Dann schenken die Gegner euch meistens schon von alleine die Bälle mit Pässen, Dribblings oder sonst was. Meine Mannschaft steht da anständig, zack, so ohne dass ich irgendwas gedrückt habe, mein Matthäus ist schon drangegangen, hat den Ball geholt. So, jetzt hier zum Thema, warum wählen wir den Außenverteidiger nicht an? Also, hier hätten wahrscheinlich viele den Außenverteidiger angewählt und hätten dann das 1 gegen 1 angenommen. Ich mache es nicht, damit ich eben in der Zeit, wo er sowieso jetzt mit Ronaldinho sich dreht, etc., ne, wähle ich schon mal meinen Matthäus an, laufe ein bisschen nach hinten. Ihr seht, Davis steht da, der ist ja nicht AFK, der wird ja da stehen, ne? Ich meine, ihr könnt ihn dann immer noch anwählen, falls der irgendwie versucht, an ihm vorbeizulaufen. Aber es ist ähnlich, wenn ihr Squad Battles spielt, mal auf ein bisschen höheren Levels, dann werdet ihr das merken. Es ist nicht so einfach, an diesen Spielern vorbeizulaufen, weil die einfach die Reaktion, die gehen einfach mit dem Dribbling mit. Und irgendwann drückt ihr dann entweder halt R1 im richtigen Moment. Ihr dürft halt nicht zu lange R1 drücken, weil sonst hört irgendwann, das R1-Pressing geht, glaube ich, irgendwie so ungefähr 5 Sekunden. Irgendwann könnt ihr halt nicht mehr R1 drücken. Deshalb solltet ihr es nicht zu früh machen. Ihr seht jetzt hier in der Situation, ich habe es gar nicht gemacht und habe einfach nur darauf geachtet, dass ich meine Spieler schön in die Position ziehe. Und jetzt in der Situation, ne, wie gesagt, müsst ihr dann irgendwann anwählen. L2 wieder mit Zimmerkan. Solange ihr vor dem Spieler steht, wird der Ball zu 90% sowieso geblockt. Das heißt, ihr dürft euch nicht ausspielen lassen. Nicht antizipieren. Oh, der geht jetzt nach rechts. Oh, der geht jetzt nach links. Einfach nur L2 und einfach ein bisschen an den Gegner rücken. Wie ich es hier mit Zimmerkan mache, so ganz langsam gezeigt. Und was passiert? Der Gegner schießt. Bam. Ne, hat er dann Glück, dass der Rebound kommt, aber passiert halt nichts Gefährliches. Dann hier mal zum Clip, der Stürmer verteidigt mit, Leute. Ne? Also es fängt schon vorne an, dass ihr mit den Stürmern gerne Passwege zustellen könnt, aber auch gerne Druck machen könnt. Ihr seht, mein Kvaratskhelia ist quasi mein zweiter, mein MS, mein zweiter Stürmer, was auch immer. Ihr seht, ich habe den jetzt angewählt. Keine R1-Pressing im Mittelfeld, mit niemandem. Einfach nur meine Stürmer, ich ziehe die so ein bisschen zum Ballführenden, zack, Ballverlust. Ne, also was heißt Ballverlust? Fehlpass und dann nochmal und dann habe ich den Ball. Also nicht eure Stürmer verschwenden, sondern nutzt sie bitte auch zu eurer Abwehr. So, jetzt haben wir mal hier so einen Clip, wie man vor dem 16er verteidigt. So guter Ball vom Gegner. Man wird auch nicht immer alles verteidigen können, Leute. Ist klar. Ich habe jetzt hier schon Van Dijk angewählt und jetzt Zimmerkan. Leute, es ist wichtig, dass ihr euch auch mal traut, mit den Abwehrspielern in Zweikämpfe zu gehen. Ne? Dafür sind sie da. Wichtig ist nur, in der Situation jetzt habe ich Zimmerkan angewählt. Ich kann jetzt keinen Bruno oder keinen Matthäus anwählen, weil dann ist der Ball zu Ronaldinho oder zu Hansen einfach free. Ich werde die beiden Pässe nicht verteidigen können. In dem Moment wähle ich deswegen den Innenverteidiger an und jetzt ganz wichtig, ich gehe drauf, aber in so einem Winkel, dass die Passwege trotzdem zu sind. Ihr seht jetzt, ich laufe mit Zimmerkan nach links. Das heißt, der Pass wäre nicht möglich gewesen und ich hätte gleichzeitig Druck machen können. Er hat jetzt aber gepasst. Hat er gut gemacht und ist natürlich für mich jetzt kacke, weil ich habe den IV rausgezogen. Was mache ich jetzt? Ich wähle Matthäus an und versuche die Situation sofort zu reparieren, indem ich wieder in diesen Raum reinlaufe. Guck mal. Ihr seht, ich versuche jetzt so ein bisschen nach hinten zu laufen, den Passweg zuzustellen und jetzt stehen Zimmerkan und Van Dijk auch schon wieder auf ihren Positionen. So, und jetzt kann ich gerne wieder mit Matthäus draufgehen. Zack. Ne, habe ich Pech, dass der Ball wieder bei ihm landet. Und auch hier wieder. Traut euch dann euren Innenverteidiger anzuwählen. L2 und sofort zu seiner Drehung schon schön an ihn ranrücken, damit ihr bei der Drehung direkt da seid. Wie jetzt. Zack. Ball gewinnen. Das ist wichtig. Nicht weglaufen mit euren Spielern, sondern zum Gegner rücken. Macht ihm Druck, stresst ihn. Dann gibt es natürlich die Frage, wen wählt man an? Ne, ganz simple Sache, Leute. Ihr seht jetzt, wieder eine Situation. Ich bin sogar ein bisschen weiter vorgerückt. ZM ist angewählt. Und jetzt, ich wähle nicht den Außenverteidiger, Innenverteidiger oder sonst was in so einer Situation an, sondern schön meinen ZM. Jetzt IV wird kurz angewählt, ne, was ich eben auch meinte zu den Drehungen. Immer wenn der Pass zum Stürmer kommt, ihr könnt ruhig kurz den Innenverteidiger anwählen.
Ich merke jetzt aber, okay, ich kann nicht irgendwie unmittelbar direkt in den Zweikampf rein. Okay, der dreht sich weg, kein Problem, dann wähle ich weg und wähle schon direkt zu meinem rechten Mittelfeld. Jetzt kurz Auswärtsträger aus Versehen angewählt, aber direkt wieder weggewählt, damit ich eben Mittelfeldspieler zurückziehen kann, weil mein Auswärtsträger steht eh da und bam, was passiert? Wenn man die Ordnung hält, von alleine wird mir dabei geschenkt. Wichtig, 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 Leute, eure Ordnung zu halten. So, jetzt hier auch wieder ein Beispiel dafür, dass ihr eure ZMs nutzt, hier mit Matthäus. Dann hier mit Bruno, zack, Tackling. Und ihr habt am Ende wieder den Ball, ne? Schön immer wieder im Mittelfeld aktiv anwählen, draufgehen. Aber versuchen, eure Viererkette so wenig wie möglich anzuwählen. Aber wenn es sein muss, dann auch einfach anwählen und da sein. Also im Großen und Ganzen, Leute, denkt daran, eure Außenverteidiger, eure Innenverteidiger und auch eure Mittelfeldspieler immer dann anzuwählen, wenn ihr sie anwählen müsst. So, das heißt, fangt mit euren Stürmern an, versucht mit euren Stürmern so weit wie möglich zu verteidigen. Dann irgendwann mit euren ZMs. Und dann irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, mit euren Innenverteidigern. Außenverteidiger nicht mit dem Innenverteidiger im Mittelfeld verteidigen oder sonst was. Wichtig ist halt, dass ihr nicht zu passiv werdet und dass ihr in entscheidenden Momenten dann da seid, wie ich es gerade erklärt habe, aber versucht wirklich weitestgehend einfach das Spiel, die Arbeit zu machen. Ihr müsst nur wachsam sein, in welchen Momenten ihr dann drauf geht und natürlich wachsam sein, dass ihr mit dem rechten Stick eure ZMs anwählen könnt oder eure Außenmittelfeldspieler oder eure Stürmer und die halt mit nach hinten zieht, mit denen schön Druck macht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schreibt unbedingt alles, was euch durch den Kopf gegangen ist, in die Kommentare. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wie gesagt, gerne Like da lassen. Jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.